Hallo, hallo, ihr Lieben. Heute wird gefeiert. Mein Podcast ist tatsächlich online. Und das möchte ich zum einen mit euch feiern. Und heute gibt es meine drei Tipps, wie ich es geschafft habe, auf ein sechsstelliges Business zu wachsen innerhalb von relativ kurzer Zeit. Erst einmal kurz feiern. Das musste jetzt sein. Ich freue mich total, dass das jetzt endlich geklappt hat mit meinem Podcast. Seit einem Jahr schwirrt die Idee in meinem Kopf und nun ist es endlich soweit. Ich werde diese Woche jeden Tag eine Episode einstellen bei iTunes. Den Link habt ihr in der Beschreibung drinne. Und ich würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr mich abonniert. Bewerten vielleicht noch nicht, hört erst mal rein und wenn es euch gefällt, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung. Ihr habt bei mir auf der Webseite alle Links zu Stitcher, zu iTunes, wenn ihr mit Android unterwegs seid. Und in der ersten Folge geht es um mich. Ich spreche also gar nicht über Facebook, sondern wirklich über mich, wie ich dazu gekommen bin, was ich heute mache. Es ist quasi die nullte Episode, nennt man das. Und ich habe einige Tipps zu meinem Werdegang, auch was ihr für euch auch umsetzen könnt, was bei mir so wirklich nochmal die großen Schritte waren, um auch, sage ich mal, erfolgreich zu werden. Ich war ja nicht immer so sichtbar, kann man sagen, im Netz. Und dann will ich jetzt nochmal auf drei weitere Schritte eingehen, die ich so nicht behandelt habe in dem Podcast. Und das sind für mich die wichtigsten, um fokussiert arbeiten zu können, zum einen. Aber wir fangen mal vorne an. Ich habe schon gesagt, den Podcast findet ihr bei mir auf der Webseite, also katrinhill.com. Dann findet ihr den Podcast direkt. Bei iTunes bin ich auch mittlerweile drin. Und es geht in dieser allerersten Episode um meinen Komplettwerdegang. Also ich fange an mit 16 Jahren und erzähle euch, wie ich dazu gekommen bin, überhaupt Facebook-Marketing-Expertin zu werden. Und da gehe ich unter anderem auf die Positionierung ein, warum ich Facebook gewählt habe und wie sich das entwickelt hat. Ich gehe darauf ein, wie mich mein Umfeld beeinflusst hat in diesem Werdegang. Und heute will ich euch auf jeden Fall nochmal drei Tipps mitgeben, die ihr auch direkt umsetzen könnt. Weil ich einfach sehe, das sind so die für mich wichtigsten Schritte, um hier einfach diese Reichweite zu bekommen, die ich ja mittlerweile nur noch habe. Also, wir fangen mal an. Und zwar habe ich 2016 kaum noch was über Facebook gelernt. Ich habe 2016 so ein bisschen meine ganzen Societies. Ich war in den USA in einigen Gruppen drinne, in Societies drinne und habe mich immer absolut auf dem Laufenden gehalten, was gerade so passiert auf Facebook. Und das habe ich so ein bisschen aufgehört zu machen und habe meine Zeit investiert in Business Development. Das heißt, ich habe wirklich geguckt, dass ich mir über Coach, über Masterminds das Wissen aneigne, um mein Business weiterzubringen und habe eher die Informationen, die ich schon kannte, zu Facebook genutzt, um meinen Kunden zu helfen. Also nicht immer neu, besser, größer, schöner, sondern das, was ich weiß, was funktioniert, habe ich weitergegeben und habe mich selber auf mein Business Development konzentriert. Ist ein großer Schritt, macht jetzt vielleicht für dich nicht unbedingt Sinn. Mittlerweile laufe ich auch wieder parallel. Das heißt, ich bilde mich sehr viel weiter und gucke auch, was wieder Neues passiert. Aber ich habe gemerkt, wenn man sich ganz konzentriert mit einem Thema beschäftigt und zwar also wirklich sein Business aufbaut, gerade wenn man, wie ich, 2016 mit einem neuen Kurs startet beispielsweise, macht das absolut Sinn. Also Konzentration auf ein Thema, ja, guckt, dass ihr das durchzieht. Was mich jetzt mal interessieren würde, was sind denn so eure Themen, mit denen ihr arbeitet? Postet das gerne mal im Kommentar. Ich weiß nämlich, das nächste, was da auch mit reinspielt, also mein Tipp Nummer zwei, ist mehr in die Umsetzung zu kommen statt in den Konsum, was ich schon gesagt habe. Ich war nicht mehr in diesen Gruppen so viel unterwegs, sondern ich habe umgesetzt. Das heißt, weniger Online-Kurse machen, aber dafür richtig. Kauft nicht alles, was euch vor die Nase kommt, sondern setzt das um, was einfach funktioniert. Ja, und überlegt nicht, ach, eigentlich könnte ich es vielleicht auch anders machen. Egal, probiert es erstmal auf einem Weg aus,
setzt das um und zieht das durch und dann funktioniert das auch. Ich glaube, das ist das größte Problem, was die meisten Menschen haben, wenn sie online erfolgreich werden wollen. Sie verzetteln sich. Sie gucken an allen Stellen und kriegen es nicht hin, sich zu konzentrieren, sich zu fokussieren auf ein Thema, um das dann umzusetzen, weil das ist im Online-Business so. Ich mache jetzt schon, ich habe jetzt 8, 9 Launches hinter mir und in jedem habe ich wieder was gelernt, in jedem habe ich wieder was ausprobiert. Man kann nicht erwarten, dass es beim ersten gleich alles perfekt läuft und durch noch mehr Konsum wird es auch nicht besser. Ich glaube, man muss einfach ganz, ganz viel ausprobieren, bis es dann endlich mal klappt und bis man dann auch irgendwann die Umsätze hat, die man sich wünscht. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ein weiterer Teil, der da reinspielt, ist die Organisation. Ja, also mein Tipp Nummer 3: agieren statt reagieren. Wir kennen das. Viele von uns starten den Tag erstmal mit E-Mails. Also öffnen die E-Mails, gucken bei Facebook rein, was ist Neues passiert. Und das ist genau der falsche Weg. Seitdem ich morgens, wenn ich anfange zu arbeiten, Facebook und E-Mails erstmal komplett ignoriere und starte mit dem größten Projekt, was ich habe. Beispielsweise hier den Podcast einsprechen oder eine Landingpage bauen oder ein Newsletter vorbereiten. Wenn ich das fertig habe und danach erst in die E-Mails gucke, habe ich viel mehr geschafft an dem Tag. Plus, und das mache ich auch sehr gerne, ich setze mir einen Timer. Das heißt, wenn ich jetzt in die E-Mails reinschaue oder auch in Facebook, setze ich mir einen Timer, der läuft 20 Minuten maximal durch. Und wenn der durchgelaufen ist, höre ich auf mit E-Mails. Ja, das heißt, in dieser Zeit müssen die wichtigsten Sachen beantwortet sein, sodass ich dann wieder in ein Projekt gehen kann und nicht eine Stunde lang in E-Mails feststecke beispielsweise. Der Vorteil, den das Ganze hat, ich bin viel effektiver, weil ich mich überhaupt nicht verzettel. Und ich glaube, das ist ein Problem, was ich vorher einfach ganz extrem hatte. Ich habe immer reagiert. Wenn E-Mails kamen, habe ich reagiert und habe mich da nicht konzentriert auf ein spezifisches Thema. Und konnte eben meine Projekte einfach nicht abschließen. Ich habe mir auch zu viele To-Dos pro Woche gesetzt, sodass ich überhaupt nicht in diesen Fluss reinkam und das Gefühl hatte, ich komme gar nicht voran. Also das sind so ein paar Tipps, die ich dir heute auf jeden Fall mitgeben möchte. Wenn du mehr erfahren willst, wenn du wissen möchtest, wie ich den Werdegang komplett von meiner Jugendzeit zu dem heutigen 6-stelligen Business geschafft habe, dann schau dir oder hör dir meinen Podcast an. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir an podcast@katrinhill.com eine E-Mail schickt mit Ideen für weitere Folgen. Ja, wenn euch ein Thema interessiert, was ich auch abhandeln soll, wo ich drüber sprechen soll, dann sagt mir bitte Bescheid. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Das Problem an Podcasts ist nämlich, dass man nicht dieses direkte Feedback bekommt. Ja, ich rede und rede und rede, aber keiner reagiert und sagt, Katrin, das ist gerade totaler Bullshit, den du da sprichst. Ich braucht das Feedback von euch. Deswegen freue ich mich riesig, wenn ihr heute, und das soll hier das Thema sein, auch so ein bisschen von diesem Live-Video, ich möchte dieses Live-Video und die Kommentare unter dem Live-Video nutzen für das Thema Positionierung. Ich spreche das im Podcast an, dass das einer meiner größten Schritte war in die richtige Richtung. Ja, ein Thema zu finden, auf das mich andere verweisen können, die sagen können, Katrin, das ist die Facebook-Marketing-Expertin. Nicht Katrin, das ist die, die alles mit Online-Marketing macht. Nee, macht keiner. Ja. Und ich möchte jetzt ganz gerne hier den Thread nutzen, also das Video, die Kommentare, wenn ihr unsicher seid, also wenn ihr in der Positionierung noch nicht genau wisst, wie sollt ihr euch denn nennen, welches Thema sollt ihr denn nehmen, hört euch den Podcast an, vielleicht kriegt ihr ein paar Ideen. Und ich möchte, also wir geben euch dann gerne Feedback, ja, das ist ganz wichtig, glaube ich, will das ein bisschen auch in die Diskussion hier gehen. Und wenn ihr es ganz klar schon gemacht habt, wenn ihr euch positioniert habt, auch dann gerne euren Werdegang, also wie ihr dazu gekommen seid, warum ihr euch positioniert habt und wie dieser Schritt zustande kam, die äußeren Einflüsse in diesem Moment. Weil ich sehe, das ist der größte Schritt. Ich weiß, es gibt Menschen, die sich nicht positionieren und auch damit erfolgreich sind. Aber ich sag mal, für den Großteil der Online-Marketer oder auch sei es ein Online-Shop, es ist ganz egal, ja, wenn ich weiß, ich kann jemanden weiterempfehlen, kann sagen, das ist der Online-Shop für das und das Thema, das ist der Experte für das und das Thema, ist es doch viel einfacher, weiterempfohlen zu werden. Und das soll hier so das Thema sein in diesem Thread. Also bitte kommentiert gerne, wenn ihr Fragen habt, dann sagt Bescheid. Wir reagieren hier dann auch gerne darauf und helfen dir vielleicht, wenn du unsicher bist. Ich weiß, das ist nicht mein Hauptthema,
Aber ich will damit starten, weil ich glaube, das ist ein großes Problem, ein großes Fragezeichen, was viele haben, wenn sie auf Facebook sind. Sie wissen gar nicht, worauf sie sich konzentrieren sollen, wer die Zielgruppe ist, worüber sie schreiben sollen, worüber sie Live-Videos machen sollen. Und damit wollen wir also mal so ein bisschen in diese erste Diskussion reingehen und vielleicht diejenigen abholen, die das einfach noch nicht so richtig für sich identifiziert haben. Also ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Das war's auch schon von mir heute. Ich gucke immer wieder rein in die Kommentare hier, wenn ihr Fragen habt zu dem Thema. Bitte, bitte hört meinen Podcast. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ich gehe nämlich jetzt jeden Tag live zu einem der Themen, die ich da in dem Podcast anspreche und gebe euch hier weiteren Input, den ich so im Podcast nicht abhandle, weil man kann ja zu jedem Thema auch ganz, ganz viel erzählen. Ich zumindest. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, ihr Lieben.